Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mass Effect 3. In der letzten Folge haben wir der Quarianischen Flotte geholfen zu überleben, indem wir ein Geth-Schlachtschiff ausgeschaltet haben, das von den Reapern modifiziert worden ist. Und im Zuge dieser Mission haben wir dann auch unsere guten alten Freund Legion wieder getroffen und auch Talizora. Tatsächlich, die mittlerweile Admiral geworden ist. Oh, wir haben Tully sogar in unserem Team. Das ist cool. Okay. Und ja, jetzt wollten wir zusammen mal noch auf dem Heimatplaneten der Quarianer, der auf Runoch, annehmen. Wollten wir den Quarianern helfen, noch eine Geth-Basis auszunehmen. Die haben sich da nämlich breit gemacht. Und schicken von dort aus wieder ein Signal. Das heißt, dass die brauchen also quasi das Schlachtschiff gar nicht. Und Geth-Trümmerfeld. In der Nähe des Sterns registrieren die Scanner der Normandy eine fast unzählbare Menge von Satelliten, Statiten, Satelliten. Hä? Okay. Die mit Solarsegeln ihre Position selbst korrigieren. Ach so. Die Geth haben die ultraleichten Konstruktionen rund um die Sonne platziert, um Energie zu sammeln. Die Verteidigung entspricht einer sogenannten Dyson-Blase. Dazwischen befinden sich Raumstationen und Server, die ihre Energie über drahtlosen Transfer von der Station beziehen. Die meisten dieser Raumstationen sind jetzt nur noch Wracks, so zahlreiche Solarsegel wurden ebenfalls zerstört. Anscheinend haben die Quarianer mit der Vernichtung begonnen, wurden dann aber unterbrochen und konnten den Angriff nicht beenden. So. Hier hinten ist die Migrantenflotte. Können wir da landen? Nö, schade. Wir können mal ein bisschen rumscannen, aber ich glaube, hier gibt es nicht so viel zu entdecken. Nö. So, also wir haben hier einmal die Mission den Admiral retten und einmal den Geth-Server abschalten. Ich würde mal beginnen, den Admiral zu retten. Und ich frage mich, ob das Sinn macht. Edi mitzunehmen. Tully würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen. Wir nehmen Liara noch mit. Ich glaube, das wird eine lustige Truppe. So, ja. Und wir haben natürlich das Geth-Impulsgewehr freigeschaltet. Das haben wir auf der letzten Mission gefunden. Und ich habe das aus Versehen ausgerüstet. Ja, möchte das aber nicht weiter benutzen. Ich würde wir nehmen das gute alte Argus wieder. Paladin und die Shuriken. Die Shuriken war ziemlich gut, aber ich glaube, wir nehmen doch mal eine andere Maschinenpistole mit. Klar, dass die Hornet natürlich dann zu schwer ist. Ja. Machen wir das so. Bogenpistole. Ich glaube, Liara nimmt
am geeignetsten. Irgendwas Schweres vielleicht. Irgendwas, das ordentlich Schaden austeilt. Sowas hier vielleicht. Sowas. Genau. Und die Rigor Carbine, die war eigentlich ganz gut. Das hier war Doppellauffeuer Munition, habt ihr mal aufprallt, detoniert oder ein dritter unten angebrachter Lauf kann Mikrogranaten verschießen. Ja, die elektrische Waffe, die war eigentlich ziemlich gut. Genau, die haben wir soweit auch modifiziert. Ja. Bestätigen. Ja. Bleiben wir dabei. Und Liara. Liara hat die Paladin. Genau. Und Bloodbag Punisher. Die kann man die hier nehmen. Genau. Kraftverstärker wirft Kraftschaden. Ja, nehmen wir das. Das sollte so gut aussehen. Ach ja, Pünktchen. Adrenalinstoß, Kryo-Munition. Packen wir den hoch. Verbessert die Chance, ein Ziel einzufrieren. Den Schaden gegen eingefrorene Ziele. Wir machen das hier. Ziele, die eingefroren sind, können uns nichts mehr anhaben. Die kann soweit nicht aufsteigen und Tali kann soweit auch nicht aufsteigen. Gut. Dann starten wir in den Auftrag, in die Mission. Kommander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Sarkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Wie ist Ihr Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Geth-Kanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Okay, und warum ist Corus so wichtig? Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Okay, aber wir können sie noch nicht verdenken. Sie wollten den Krieg nicht und haben ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Alles klar. Und dann soll sie verdammt nochmal ihre Zivilisten schützen. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ra noch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen! In Ordnung. Hoffentlich ist Admiral Corus bei der Rettungskapsel geblieben. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir deaktivieren sie zu Fuß. Sind die Geschütze weg, schalten sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Also gut. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Ja, ist ziemlich abgefahren, wa? Wir nehmen hier mal die Feuermunition. Alles klar. Los geht's. Ich habe in der letzten Folge mit der Maschinenpistole tatsächlich ziemlich gut Ärger gemacht bei den Geth. Wir nähern uns dem Störturm. Hoffentlich ist der Admiral unverletzt. Es gibt hier schon so viele Geth. Säuberungsteams. Die Geth konnten mit Überlebenden noch nie etwas anfangen. Ach so, aber da ist eine Kapsel. Vielleicht ist er das ja schon.
So. Okay, Tali hat die Maschinenpistole. Liara hat die Maschinenpistole, Tali hat die Schrotflinte. Ey. Ja, chill. Bitte. Ich dachte, der explodiert, der Tank oder so. Hm, Mann. Jetzt wollte ich die so. Oh. Ach so. Jetzt wollte ich die so ganz hinterhältig und leise und vorsichtig ausschalten. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Sal Corys anfunken, wenn wir ihn finden wollen. So, 10 Meter. Gehen wir zu dem Störturm. 15 Meter. Fragt Bergen? Wo? Och man. Hier. Ich hoffe, das hat der Aufzeichnung jetzt hier nicht kein abgetan. Microsoft hat hier gerade rumgenüllt mit. Facke. Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Hat rumgenüllt wegen Updates. Javelin. Bewaffnung ändern. Ein Scharfschützengewehr. Hier. Das nehmen wir. Dafür lasse ich die Pistole zu Hause. So, ich kann jetzt nur leider keine Mods einfügen. Aber das ist nicht schlimm. So, einmal kurz die Waffenkräfte. Achso, Moment, wir machen erst das so. Dann haben nämlich die anderen beiden die Brandmunition. Ja, wobei Tali hat. Liara hat selber hier Munition. Da unten patrouillieren Geth. Ja. Okay, das hat so eine kurze Vorlaufzeit. Aber das teilt echt ordentlich aus. Okay, cool. Kann ich mal so zwischenspeichern? Ja. Au. Natalie mit ihrem Blitzgewehr. Ach ja. Oh, das mit den Minen verkacke ich einfach jedes Mal. Ach Mann. Ich nehme jetzt mal unser Kampfgewehr. Oh, das sind aber viele. Oh, klar. Okay, na komm.
Haben wir noch einen? Oh ja, da. So, einkassiert. Sehen wir uns mal die Steuerkonsole des Geschützes an. Es lässt sich bestimmt abschalten. Bestimmt. Was haben wir hier? Geth-Technologie. Gab Credits. Sehr nice. Hier hinten müssen wir wahrscheinlich gleich weiter. Oder oben liegt eine Modifikation. Mal gucken, holen wir uns dann gleich. Genauso wie die Munition, die wir bestimmt gleich brauchen. Okay, die gehen schon mal in Deckung. Dann. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Na klar. Wir wählen Tali. Tali, das ist ihr Job. Und Liara. Kein Problem. Ich hoffe doch. So, Liara wird da jetzt mal. Genau. Oh, was liegt hier? Geth aus dem Orbit! Geth Spitfire! Cool! Okay. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Turm. Ja, der ist noch ein Unsichtbarer. Oh, zwei Unsichtbare. Blöden Hunde, na los. Okay. Schöne Sache, das mit der Spitfire. Da war nämlich schon wieder so ein komischer Kommandant mit dabei. Da haben wir in der letzten Folge auch schon ganz viel Spaß gehabt mit. Sturmgewehr-Magazin-Upgrade. Wir können jetzt 35 Schuss mit in einem Gewehr tragen. Plus Reserve-Munition. Mal nochmal, da können wir ordentlich was wegballern. Ja, vielleicht sollte ich dafür dann als Maschinenpistole benutzen. Modifikation. So, hier. Schrotflinte Schreddermod 3. Und Geth Einzelteile. Schön. Oh. Ich höre jemanden. Dorn Hast. Sie haben meine Nachricht empfangen, aber ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dorn Hast. Ich säubere Maschinenteile. Oh Mann. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Nicht bewegen. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dorn. Versprochen. Bitte. Hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn. Sagen Sie, Jonah, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dorn Hast, was Runner. Auf zu diesem Turm. Na gut. Verdammt, schon wieder so ein hartes Schicksal. Jetzt haben wir noch das MP-Magazin. Einmal da ausschalten. Nett.
wird es doch bestimmt bei beiden nicht leicht gemacht, oder? Geschütze! Na klar. Alter Schwede. Ich glaube, wir entscheiden uns mal für eine Richtung. Konsole des Geschützes an. Es lässt sich bestimmt abschalten. Oh, wir können das doch hier bestimmt gleich benutzen, das montierte Geschütz. Ich schicke Liara hier hin. In Ordnung. Lass untersuchen. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Ich würde sagen, Tali macht das wieder. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Schon dabei. So. Genau. Yara hat sich da verstanden. Shepard, Sie können das Gasgeschütz benutzen. Richtig. So. Noch mehr Gas. Zeit ist kein Thema. Erledigt. Offline. Holen wir uns das Letzte. Oh. Erst bei der Tür. Hier einen kleinen Durchgang. Okay, da geht Tali da schon selbstständig hin. Ja gut. In dem Fall. Oh. Armax plus Platte. Geil. In dem Fall nehme ich doch direkt dann hier das Geschütz. Was ist jetzt hier, Tali? Muss ich da jetzt doch noch ran? Ach ja. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Ja, Tali ganz gut. In Ordnung. In Ordnung. So, dann hetzen wir es direkt wieder. Tralalala. Ups. Zum Geschütz. So, jetzt gibt's auch. Noch Fragen? Erledigt. Das Geschütz ist offline. Na geil.
Ich gebe Signal. Piu. Jetzt macht's Bum 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 und Peng. Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Zusammenbleiben, jetzt treffen wir uns dort. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Okay. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Wir brauchen aber einen Friedensstifter. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Nur dann, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Doch. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Okay, das heißt, er hat seine Männer dafür geopfert, oder wir haben seine Männer dafür geopfert, dass wir ihn retten. Da ist der Admiral! Wir müssen uns beeilen! Ich seh's. Sie können gehen! Los! Geth! Hinter ihm! Gehen Sie in Deckung! Willkommen, Bob. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Zal Corus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Das war es mit Sicherheit. Oh Mann, das ist auch wieder so eine verdammt schwierige Entscheidung. Die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Konnten Sie die zivilen Captains zum Bleiben überreden? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte Ihr Volk Sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Hm. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Ja, ich meine, man kann die Quarianer auch verstehen. Die sind jetzt seit Generationen... Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine voll entwickelte KI.
Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Ja, das würde ich sagen, sehen wir genauso. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Ja, also wir wollen die Zerstörung nicht. Unser Ideal wäre doch jetzt eigentlich, wenn wir die Geth wieder zu den Guten machen könnten und Geth und Quarianer miteinander auskämmen. Vielleicht müssen sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Können Sie durchhalten? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Commander, ich habe Ihre Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Weitere Schiffe einzusetzen gefährdet nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Okay. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Ja, das merkt man. Wir haben bei den Quarianern hier Admiral Zalkoris. Als zusätzlichen Punkt, der gibt uns 25 Kampfpunkte noch dazu. Und Hackett will jetzt noch was von uns. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Wissen Sie, was die anderen Spezies gegen die Reaper unternehmen? Nun, wie schon gesagt, die Turianer haben trotz kroganischer Hilfe enorme Verluste. Die Salarianer klammern sich an Sur Cash, spüren aber auch schon den Atem der Reaper im Nacken. Was ist mit den Asari? Deren Lage spitzt sich zu. Die Reaper rücken rasch vor und wollen ganz offensichtlich Tessia erobern. Interessanterweise lassen die Reaper Parnak in Ruhe, die Heimatwelt der Yak. Kann ich Ihnen nicht verdenken. Yak haben Zähne. Wenn wir den Krieg verlieren, beherrschen Sie vielleicht den nächsten Zyklus. Man vergisst leicht, dass die Reaper nicht alle Spezies vernichten. Nur die, die eine Bedrohung darstellen. Genau. Auf jeden Fall. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Was auch immer Hackett jetzt von uns wollte. Ich verstehe das nicht. Na gut, wir kehren mal ins Kampfinformationszentrum zurück. Und dann werfen wir vorhin mal noch einen schnellen Blick in unsere Missionslog. Ja, wir haben immer noch die Jägerstaffel. Wir haben hier die Basis, die wir ausschalten müssen. Ein wichtiges Dokument hat den Betrieb, Depot hat den Betrieb eingestellt und die Allianzflotten sind vom dringend benötigten Treibstoff abgeschnitten. Untersuchen Sie das Depot und nehmen Sie es wieder in Betrieb. Alles klar. Na gut, was war noch? Halt, das ist die Karte, Logbuch, achso, Codex. Ja, Codex hatte ich ja wie gesagt vor ganz am Anfang schon erklärt, dass ich den nicht jeden einzelnen Vortrag, Eintrag vorlesen werde oder vorlesen lassen werde. Sondern dass wir uns die Zeit sparen. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Und
ich alles Wichtige so beim, so zwischendrin dann erklären werde. Coach-Spezialistin Samantha Trainer. Commander, wie wär's mit einem gemeinsamen Mittagessen im Vergnügungsbereich der Citadel? Hoffentlich sieht man sich dort. Okay. Naftelvas Grigult. Commander Shepard, die Zivilflotte ist Ihnen dankbar, dass Sie uns unseren Admiral zurückgebracht haben. Ich trauere um alle, die auf der Heimatwelt gefallen sind, aber Zalkoris hat verhindert, dass viele Schiffe direkt vor die Geschütze der Geth geflogen sind. Der Admiral hat mir erzählt, dass Sie mein Cousin Dorn Hatzt auf Ranok getroffen haben. Es bedeutet mir viel, dass Dorn bei seinem Tod nicht allein war. Danke, Command, für alles, was Sie getan haben. Mit respektvollen Grüßen, Captain Naftelvas Grigult. Alles klar. Jo, ich wollte jetzt mal schnell, bevor wir die Folge beenden, noch in die Shuttlebucht. Und dann mal eben noch... Ich habe den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Pff, Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Genau. Wer? Ich muss das jetzt mal hier ein bisschen... Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Genau. Ey, ich liebe diesen Panzer. Dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Ja. Wir gucken mal. Ich guck mal hier so ein bisschen durch die Waffen noch durch. Subtraction Ego-Munition. Kuwashi. Die soll, finde ich jetzt nicht so mega. Kassa? Was hat Kassa so? Incisor-Schrot. Carnifex. Eigentlich haben wir ja die Paladin, dann brauchen wir die nicht. Inferno. Araki Technology. Nahkampfschaden. Nö. Sirta hat Medigel, Kapazität 2. Eigentlich sind wir mit dem Medigel immer ganz gut vorangekommen. Konzentrationsmodul, Blood Dragon. Ein Aal? Okay. Ich hoffe, der tötet unsere Tiere nicht. Batarian State Arm, M13 Raptor. Kestrel Helm. Hm. Na gut. Das Astra, was haben die noch? Kollektorenpanzerung. Na gut. Dann habe ich noch die Waffendingensen gekauft. Oh, Harrier, die kaufe ich uns mal noch. Faceton, ja. Skorpion, Talon. Chakramwerfer, ja. Sippel. Claymore. Raider. Cerberus Harrier 4. Nehme ich mal auch nochmal. Ich würde ganz gerne die Harrier mal nochmal wieder benutzen. Das ist die Harrier. So. Das soll es gewesen sein. Wir gehen kurz an die Station. Und. Da ist die Harrier. Modifiziert ihr mal eben noch ein bisschen. Also, nee, Verlängerung, Laufverlängerung gibt es keine. Stabilitätsdämpfer. 60%. Ja, nehmen wir den Stabilitätsdämpfer. Durchschlagsmod brauchen wir keine. Genau. Bestätigen. Zurück. So. Ja, den können wir jetzt auch modifizieren. Da tue ich mal direkt die ultraleicht Materialien rein. Schaden um 20%. Eigentlich müssen wir den Schaden nicht verbessern. Weil die ja so schon ordentlich Schaden einsetzt, ne?
dann würde ich die Durchschlagsmod benutzen. Na gut, es ist immer noch sackschwer. Was passiert, wenn wir die Maschinenpistole rausnehmen? Ist aber noch eigentlich zu schwer, aber gut. 59% Aufladetempo können wir mal hinnehmen. So. Wir haben Armex Arsenal Brustplatten. So, die sieht da noch ganz gut aus. Gut, nehmen wir die. Nehmen dafür die hier. So. Dann haben wir eine neue Brustplatte, aber haben keine Verschlechterung. Lustigerweise. Okay. Und damit beende ich jetzt die heutige Folge. Und Moment, wir müssen mal eben hier. Können wir da unser Hundi ansprechen? Hundi? Nö. Na gut. Und ja, dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge wieder zusammen weitermachen. Wir werden dann noch die Jägerstaffel auf Ranoch ausschalten und uns dann der Befreiung von Ranoch zuwenden und endlich den Quarianer ihr Zuhause wiedergeben nach Generationen und Jahrzehnten des Exils. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und sage, wie immer, ciao!